Hallöchen, Popöchen, um mal Jack Fleischhammers Sprache zu nutzen. Herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Da ist es wieder passiert. Mad Games Tycoon meine ich natürlich. Wir sind dabei, immer noch dabei, Multitasking zu betreiben. Wir promoten hier unsere erste Konsole, die wir zeitgleich entwickeln. Haben die Runolympischen Spiele rausgebracht und produzieren diese dabei auch noch selber. Genau so sieht's aus. Und eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, zu warten, bis die Konsole fertig programmiert ist, bis das neue Spiel startet. Also bis ein neues Spiel startet. Das wäre jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt. Oder sehe ich das falsch? Was meint ihr? Ich kann überlegen, ob ich hier die Zweitvermarktung mal mache. Von einem Budget-Spiel, nämlich Super Runner 2, möchte ich gerne als Budget-Spiel rausbringen und das werde ich jetzt auch tun. Budget. Ich glaube, ich habe da unten gerade eine Kampagne gestartet. Komm, dann machen wir mal hier 14 Wochen. Nein, 16 Wochen möchte ich es gerne rausbringen. Komm, zack, passt. Gut. So. Wie kann ich denn maximal hoch? Ich kann das nicht höher als 19. Dann gehen wir einen runter. Oder lassen wir es so? Wir lassen es so. Komm, wir lassen es so. Oder lassen wir es so? Ja, das lassen wir so. Spielkarten reinnehmen? Nee, komm, Spielkarten nehmen wir nicht rein. Das Budget-Spiel, nehmen wir keine Spielkarten mit rein. Das brauchen wir nicht. Farbige Anleitung können wir drin lassen. Kein Problem. Jo, super. Löft. Werden wir nicht viel Gewinn mitmachen, weiß ich. Aber Produktionsaufträge, ach Quatsch. Spiel produzieren. Das Budget-Spiel produzieren wir. Ah, super. Ja, okay, dann machen wir 100.000 Mal. Und Produktionsaufträge nicht. Spiel produzieren. Machen wir das Ganze. 175.000 Mal. Und ich denke, dann habe ich genug. So sollte es sein. Ich habe schon einen Hype auf meine Box jetzt quasi eingestellt und ich glaube, nein, noch nicht. Der nächste Hype, beziehungsweise Hype sage ich schon, die nächste Messe wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe trotzdem darauf, dass wir es hinkriegen. Ich stelle fest, meine Olympischen Spiele laufen langsam aus. Was sagt der Hype? 77. Auch einen schnellen Hype. In der Hoffnung, dass es schnell durch ist. Komm, dann nehme ich dich noch mit hier rein. Hoffentlich reicht's noch, hoffentlich reicht's noch. Ah nein, ah nein, ach nein. Ich kann es steuern, indem ich sage, komm, 30 im Angebot. Reicht. Ach, guck an, die laufen nach vorne. Das sehe ich jetzt erst. Okay, so, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal für Super Runner so ein Ding raushauen. Und da nehme ich hier wieder. Oh, also nehme ich den Kollegen wieder mit rein. Ging schneller. Wollen wir eben machen hier. Das ist kein großer Akt. Und so ist noch in Programmierung. Ein Hype von 12. Ja, da müsste gleich wieder. Eigentlich müsste gleich wieder eine. Wir waren da mal ein Hype von 10. So. Ich bin gerade konzentriert, falls es auffällt. Es ist gerade zu viel Input. Der Kollege ist fertig, braucht dringend Musik. Crashkurs. Der Kollege da wird gleich fertig und braucht dringend einen Musik-Crashkurs. Okay, damit kann ich leben. So, jetzt haben wir einen Hype von
Wo habe ich den Hype denn aufgesetzt? Auf die Run-Olympischen Spiele, glaube ich, ne? Jo. Da ist wieder ein Hype von 90 drauf. Das ist gut. Starte Marketing-Kampagne auf die Konsole. Kacke. Ich muss auf die Konsole unbedingt noch eine Marketing-Kampagne starten jetzt hier. Sonst wird das zu wenig. Ich hätte aber auch, eigentlich hätte ich auch auf die, Schwierig. Also ihr merkt, es wird später richtig viel. Oh, Kacke. Wieso nicht? Ey, wie viel brauche ich denn? Muss ich da 20.000 Punkte haben oder was? Und wie kriege ich die? Kann mir das irgendjemand von euch sagen? Wieso kriege ich nur 4 Sterne Konsolen? Muss ich einen Hype voll haben dafür? Das kann doch nicht sein. Teuer soll das Development Kit sein. Ich will 20.000. Kostet weniger. Die Konsole möchte ich dann mal für 499 verkaufen. Ich will die 50. Ich will ja 50 Millionen mal auf den Markt bringen. Spiele von Drittanbietern erlaube ich, damit die möglichst einen hohen Marktanteil gewinnt. Ach, anders geht's nicht. Ärgerlich, echt ärgerlich. Ja gut, da ist unsere erste Konsole draußen. Ich hatte nur einen minimalen Hype. Oh, Biss! Ist das schlecht, ey. Kannst nichts machen. Aber der Hype ist ja jetzt wieder erhöht. 25. Und ich brauche jetzt erstmal erstmal einen Hype hier auf das Spiel. Und wie viel haben wir denn noch im Spiel? Boah, reicht. Vom Spiel haben wir noch mehr als genug. Run-Olympischen Spiele werde ich wahrscheinlich nicht mehr überstehen. Aber ich freue mich, da kommt gleich definitiv ein... Nee. Konsole. Fernsehwerbung. Da kommt gleich definitiv... Da kommt nichts mehr. Warum? Run-Olympischen Spiele sind auch erforderlich. Ja gut, immerhin 221 Millionen damit gemacht. Ich hätte die Kosten runterdrehen können. Ich Dussel hätte die Kosten runterdrehen können. Warum habe ich das nicht getan? Kosten runterdrehen sollen. Ich Dussel. Mann, auf so Sachen kommt man nicht mehr. Weißt du? Okay, noch ein Hype. Jetzt müsste eigentlich... Ach ne, in 3 Monaten erst. Können wir machen noch eine Marketingkampagne hier. Auf die Konsole. Nochmal Fernsehen. Ach so, klar. Ich Dussel. Ah, wie kann ich das vergessen? So, wir machen jetzt mal eben wieder. Nach dem Motto Kamera Schnürschuhmäßig. Alles da rein, bitte. Und was haben wir hier? Das ist Marketing, klar. Was haben wir denn hier drin an Personal jetzt? Guck mal, da haben wir doch einen neuen für die Programmierung. Das ist doch geil. Was haben wir da noch drin an Personal? Sie und er ist auch noch drin. Da haben wir noch 2 neue. Das ist doch mal nicht schlecht. Das nehmen wir doch mal so mit. Kollegen. Das ist doch wunderhübsch. Das hier war der Kollege fürs Motion Capturing. Irgendwie fehlt da was. Achso, ja klar. Haben wir hier. Personal. Run, bitte einmal rüber wandern. Der hier auch rüber wandern. Personal. Du. Eigentlich ist es doch doof, was ich hier gerade mache, oder? Selektiere die jetzt per Hand. Ernsthaft? Alle? Ich meine ernst. Anscheinend doch. Motion Capturing. Personal. Motion Capturing. Sollte laufen.
Nee, da ist falsch. Hier oben. Personal. Tocker. Da ist doch jetzt nur noch Personal drin, was... Nee, du nicht. Aber der Rest kommt jetzt dorthin. Und wird von da aus jetzt verteilt. Gut, Motion Capture haben wir voll. Hier sind Leute drin, die gut im Grafikbereich sind. Wie sieht denn dein Sound aus? Dich können wir in die Grafikabteilung verfrachten. Personal. Grafik. Sound, Musik. Bist du natürlich besser. Selektieren. Kommst du für den Rest des Schliffs hier in Sound, Musik rein. Ist auch in Sound, Musik besser. Dann kommst du auch da rein. Komm. Personal für Grafik. Da hätten wir den Kleinen hier. Grafik, Sound. Dann will ich überall drei besetzt haben. Dann machen wir es auch so. Jetzt habe ich Grafik natürlich nur den Kleinen hier. Aber komm. Kleinvieh macht auch Mist. Oder wie heißt das so schön? Und damit speichere ich jetzt hier an dieser Stelle. Und ihr seht, wie voll der Monitor mittlerweile wird. Und weiter rauszoomen kann ich nicht an dieser Stelle. Es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Gut. So. Mein Mikrofon war gerade etwas nach unten gedrückt. Was machen wir denn jetzt für ein Spiel? Machen wir direkt einen Nachfolger von... ja, würde ich sagen, ne? Kam noch gut an, die Olympischen Spiele. Dann machen wir direkt mal die Version 2 raus. Sport Erwachsene. Arcade. Lass ich drin. Wo ist denn meine Sportspiel-Engine? Lizenz wähle ich jetzt hier. Boah, hart, ey. Ich wähle jetzt mal diese Lizenz. Tada! Extra. Und damit herzlich willkommen zu meiner ersten Konsole und damit läuft's. So, ich hoffe jetzt wirklich, Kopierschutz wählen, ich hoffe jetzt wirklich, dass das Konzept hier greift. So, das war richtig, das hier war falsch, hier muss ich zwei runter, da muss ich zwei rauf. So, gut, jetzt sollten es wirklich mehr als 95% werden. Ich hoffe es zumindest. Was das angeht. Moment, hatte ich hier nicht Sport? Ne, Sport habe ich noch nicht auf Maximum gehabt. Jo, machen wir weiter. Bin ich gut. Alles drin. Und läuft. Gut. Und der Rubel rollt wieder. Ich freue mich. Ich freue mich, aber habt ihr gemerkt, das Sportspiel hat gerade nicht so viel eingefahren, ne? Glaube ich, oder? Irre ich mich da jetzt gerade? Ich muss mal ganz kurz hier die Finanzen checken. Nee, Moment, da war das gar nicht. Das war unter Spiele. Umsatz. Wo ist es denn? Da sind 221 Millionen bei rumgekommen. Bei Super Runner 5 sind es wesentlich mehr gewesen. Was habe ich denn falsch gemacht gerade? Weiß ich nicht. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch nichts falsch gemacht, oder? Habe ich was falsch gemacht? Ist es wirklich so, dass Jump'n'Run beliebter ist als... als dieses Sportspiel? Moment, ich habe jetzt ernsthaft das Sportspiel eingestellt als Nachfolger. Bin ich denn doof? Ich habe doch alles auf Jump'n'Run ausgelegt. Das Leben ist hart. Ne, Quatsch. Personal kommt zuweisen. Weg damit. Personal. Ich sagte doch gerade, das Leben ist hart. So.
hat er noch keiner angefangen. Zum Glück. Zum Glück hat er noch keiner angefangen. So, beim Sportspiel, wenn ich mich jetzt nicht irre, war der Arcade-Pfiffi da mit drin. Der Kollege Schnürschuh ist ja auch mit drin. Und das war es aus dieser Ecke hier. Wie doof muss ich denn sein und da... Mann, ey. So, wieder 5. Ah, sieht nicht gut aus. Was haben wir hier für einen? Das ist die Gundel. Da haben wir noch einen mit Sportspiel, der nicht ausgebaut ist, seht ihr? Und da ist noch einer mit Sportspiel, der nicht ausgebaut ist. Ah, oh, das ärgert mich jetzt echt, ey. Ich würde sagen, ja gut, sobald die hier beide fertig sind, ziehen die mit rüber. Und zwar hier in die Programmierung, ist mir da scheißegal. Aber ich hatte doch vorhin, hatte ich da nur 4 Leute drin? Da waren noch mehr Leute drin. Doch hier irgendwo einen übersehen, Kinders, das kann doch nicht sein. Das ist normal. Auch nur normal. Und das läuft auch. Ne, das war nur 4 Leute. Ich glaube, der eine, der hier unten noch nicht fertig war, der sollte da eingeplant werden, aber... Der ist ja noch nicht fertig, ne? Oder die sind ja noch nicht fertig. Ach komm. Das Leben ist schwer. Grafikabteilung. Ich glaube nicht, dass ich hier unten noch irgendwie was in der Grafik... Oh doch, kann ich. Cool, guck mal an. Dann run. Setze ich mal wieder zurück. So, 3 Leute für die Grafikabteilung. Und... Soundabteilung. Den setze ich mal da außen. Gucken wir mal, ob wir was für die Soundabteilung noch übrig haben. Oh ja, da haben wir noch 2. Jo, das passt schon. Dann bleibt er hier drin. Und der Kollege hier kommt in die Soundabteilung. Dann haben wir hier noch 5 Leute drin. Ja, tja, ist klar, ne, dass wir da 5 Leute drin haben. Schade, ne? Okay, passt auf, dann machen wir es anders. Dann nehme ich hier... Im Personal nehme ich dann hier den Kollegen raus. Grafik noch nicht. Er hat Force Feedback. Nehme ich den Kollegen da raus und setze ihn direkt hier oben mit in die Programmierung rein. Dann ziehe ich hier noch einen weiteren raus, der unten weiter mit aushilft, und das wird sein der. So, dann habe ich hier 3 drin, da 7 drin, dann passt das. Grafik. Quatsch, Gameplay verbessern. Sounds verbessern. Dann müsste es so einen Button geben für alles. Button für alles. Das wäre optimal. Und Animation verbessern. Jo, so, sehr gut. Mal gucken, wir lassen uns mal laufen. Ich sehe hier gerade, da ist wieder eine Kampagne durch. Nee, Moment. Ich mache jetzt wieder die Kampagne TV für die Konsole. Ein 45er Hype. Und der Hype muss da bleiben, ne? Gleich kommt zum Glück wieder... zum Glück wieder die Messe. Da werden wir den Hype von der Kampagne hier nochmal ordentlich. Super Runner Budget. Will ich das? Nee, ich will das nicht. Das brauche ich auch nicht. Mach nochmal eine Kampagne für die Konsole. Also gleich kommt hier nochmal eine Messe. Ich warte schon regelrecht drauf. Da hat jemand mein Dev-Kit. Sehr schön. 20.000. Hauptsache, sie kaufen es, damit der Marktanteil hochgeht. Ich will einen hohen Marktanteil haben. So. Und jetzt kommt's. Konsole. Budget-Spiel. Entwicklungsspiel. Zack. 100.000 Fans nochmal. 82er Hype.
bleibt mir nichts anderes übrig, als das nochmal zu machen. In der Hoffnung, dass der Hype richtig gut hochgeht. So, wie viel haben wir insgesamt verkauft? 700.000. Wie kriege ich das Ding auf 50 Millionen? Das ist doch nicht machbar. Oder meinte vielleicht wieder 50.000? Wollte sich da wieder mit Billionen und so tun, vertun? Naja, vergessen was. Weiß es echt nicht. Komm, den letzten Hype für die Konsole. Ich will diesen Erfolg haben. Es kann doch nicht sein. Das Ding muss doch irgendwie. Gut. Budget? Nein, auf keinen Fall ein Budget. Wir werden die Olympischen Spiele einmal jetzt hier radiomäßig und der Kollege Schnürschuh kommt wieder zurück auf seinen angestammten Platz. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch 39. Oh, wir haben nur noch 39.000. Guckt ihn an. Wir sollten da mal 25.000 nachproduzieren. Flupp, haben wir getan. Pling, pling, pling. Ey, Mann, ey. Hier geht die Luzi richtig ab. Marktanteil 0, oh, jetzt. Red Isle Studio. Marktanteil von 0,11%. Ah, langsam. Langsam kommt es. Es war noch ein geringer Marktanteil. Aber ich muss die irgendwie schmackhaft halten. Ich werde jetzt bis aufs Erbrechen alles hier in die Konsolen reinstecken, was Werbung angeht. Und auf den nächsten Hype warten. Nicht auf den nächsten Hype warten, sondern auf die nächste Messe warten, um da den nächsten Hype abzugreifen. So, so muss es sein. So muss es laufen. Eine kleine Kampagne für... Budget doch nicht. Hier. Die Olympischen Spiele 2. Sport Engine. So muss es sein. Ich brauche da einen guten Marktanteil. Ich weiß nicht, wie ich den Marktanteil erhöhe. So, wir warten jetzt mal ein bisschen mit der Werbung. In der Hoffnung, das war... So, bei 90 setze ich die Werbung wieder an. Wie sieht es denn aus hier? Bin gleich durch, das ist gut. Oh, da ist was fertig geworden. Das ist auch gut. So, passierte gerade gar nichts, sehe ich gerade. Oh, ich habe gesagt, bei 90 setze ich die Kampagne wieder an. Tja, verklickt, würde ich sagen, definitiv. Und ich bin echt mal gespannt hier, ne? Echt mal gespannt. Er ist durch. Yay. Okay, hat doch Scheißwerte, aber ganz ehrlich. Wir brauchen hier unten dringend gute Leute. Der ist auch gleich durch. Nein. Pff, Kinders, ich werde hier verrückt. Ja. Auch da rein. So, damit haben wir hier 9 Programmierer drin. Die neuen Programmierer müssen das ja wohl hinkriegen, ey. Sollte ja wohl laufen. Wenn ich mir das Personal hier so angucke. Alles. Was macht der denn da drin? Wieso ist der denn da drin? Der gehört doch gar nicht rein. Auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Du kommst schön damit rein, Kollege. Boah, da habe ich mich irgendwie vertan. Den habe ich ja komplett übersehen. Ach, okay, minus 56, was könnte schlimmer sein? Ich sehe gerade hier, habe ich keinen Bestand mehr. Und 4000 offene Bestellungen.
Da müssen wir doch ganz schnell mal nachproduzieren. Ja, 25.000. Und da wurde sie wieder verkauft. Das freut mich. Ah, das war's. Das war's. Das war zu viel. Ich hätte maximal 10.000 nachproduzieren sollen. Preis der Packung. Gehen wir ein bisschen runter. Aber wir haben immerhin dieses Mal mit diesem Budget-Spiel keinen Verlust gemacht, sondern wenigstens mal 2 Millionen an Gewinn gemacht. Kann man doch nicht meckern. Finde ich persönlich. So, die nächsten Animationsstufen stehen an. Ja, das Budget-Spiel ist beendet. 0,2% Marktanteil. Und wir brauchen wieder eine wichtige Kampagne für dieses... Oh yeah, Baby. Gut, die ist noch drin. Die bleibt auch drin. Entwicklung dieses Mal andersrum. Budget, zack, zack, zack. Das war's. Genau in dem Moment. Tja, was willst du machen? Kannst du nicht durchgucken, ne? Kannst du nicht durchgucken. So, Restbestände verkaufen. Was haben wir denn in Restbeständen? Ich glaube, ich muss meine Lage doch mal erweitern. Die Runlympischen Spiele haben wir noch sehr oft im Lager, sehe ich gerade. Davon könnte ich einfach mal... Was war, dann mache ich jetzt auch. Ich mache von den Runlympischen Spielen jetzt ein Budget. So, zweite Marktung. Budgetspiel. Runlympischen Spiele. Budget. Bis zur Promotion 16 Wochen sollte passen. Ich gebe mir eine Woche mehr, komm. Die für so wenig verkauft, kann doch gar nicht sein. Die doch vorhin für mehr verkauft. Wieso ist das Budget-Spiel jetzt schon wieder so gering? Wieso kann ich das jetzt schon wieder nicht erhöhen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das erste Budget-Spiel, was ich hatte, konnte ich doch... Oder habe ich das echt nur für 19 verkauft, damals? Echt jetzt? Ich habe es auch für 35 verkauft gehabt. Ja komm, machen wir. Nehmen wir mit. Produzieren muss ich hier gar nichts mehr. Ich dussel. Ich wollte es für Produzieren noch ein bisschen Zeit anräumen, aber brauche ich ja gar nicht. Aber... Für eine Marketingkampagne räume ich jetzt noch ein bisschen Zeit ein. Definitiv werden wir dafür ein bisschen Zeit einräumen. Immer gut. Kann nicht schaden. So, super. Starte Marketingkampagne für Spiele, Random Vision Spiele 2. Nein, fürs Budget-Versionchen davon. Nehme ich mal die 180.000 in Kauf, dann habe ich einen 10er Hype. Wer weiß, wie lange der Hype hält, aber ist drauf. Nee und nee. Wieder ein bisschen Kleingeld. Super, nochmal ein Dev-Kit verkauft und noch ein Dev-Kit verkauft. Sehr gut, so muss es sein. So muss es echt sein. Das freut mich wirklich. Und die Hitbox, sag ich schon. Die Box hat immer noch 100%. Und, aber hier. Wie kann ich Interesse, welches Spiel für diese Kontrolle aufbringen? Wie kann ich das Interesse erhöhen? Das ist Hitbox. Das ist der Hype. Hitbox ist schon. Das ist der Hype. Und das ist das Interesse. Wieso ist das Interesse nur so klein? Konsole entwickeln? Möchtest du eine Konsole? Sollte eine Konsole festlegen, wird die alte Firma? Nee, will ich nicht. Preis festlegen. Aktuelle Produktionskosten. Guckt mal, ich werde günstiger in den Produktionskosten. Aha. Damit kann ich das auch für 300...
will ja keinen Gewinn damit machen. Ich will es ja nur gut verkaufen. So, machen wir. Ich verkaufe die jetzt für 349. Und das Interesse geht nicht auf. Schade. Ich habe gedacht, das Interesse steigt jetzt dadurch. Aber anscheinend nicht. Wie soll ich das mit 50 Millionen mal schaffen, bitte? Das ist ein No-Go. Das ist echt ein No-Go. Muss ich ein MMO für diese Spielekonsole entwickeln? Oder wie verstehe ich das? Ein MMO nur für diese Spielekonsole? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss den Marktanteil auch hochkriegen. Wie kriege ich den Marktanteil hoch? Bevor das Ding out of date ist hier. Out of date? Nee, heißt das Ding? Out of service? Nee. Ah, abgekündigt wird halt. So, 180.000. Weil ich könnte hier den Hype eigentlich nochmal erhöhen. Die Run-typischen Spiele. 1. Den machen wir noch. Denn, da habe ich ja noch mehr als Restbestände am Lager und das wird sich gut verkaufen. Ich. Ah, seht ihr. 42.000 Mal. Direkt nochmal hinterher. Ah, locker. Okay, dann machen wir hier eine Marketingkampagne. Eine ordentliche. Nochmal. Vielleicht habe ich das Glück, ich kriege das sogar noch durch, bis der Hype dann von der Messe wieder kommt. Würde mich freuen, wenn das passen würde. Sehr gut, so. Hier ist alles erledigt. Nochmal sicherheitshalber nachgeguckt. Personal neu zuweisen. Bitte da rein. Ui, hier ist auch alles fertig, sehe ich gerade. Personal neu zuweisen. Habe ich die noch? Ja, den Platz habe ich noch. Jetzt habe ich noch einen einzigen Platz frei. Okay, da ist nochmal ein Hype. Dann machen wir das nochmal. Ein letztes Mal. Damit der Hype auch oben bleibt. Acht. Ah. Kann man nicht meckern. Und das Dev-Kit wurde verkauft. 0,4% Marktanteil. Und jetzt gehe ich wieder auf die Box. Konsole. Machen wir. Weiß nicht, wie ich das Interesse oben halten kann. Muss ich da vielleicht öfters mal gucken beim Preis? Gehe ich mal runter auf. Ich muss, glaube ich, öfters mal beim Preis gucken. Wenn ich das Interesse so oben halten kann, wäre das ja richtig geil. Okay, sind wir durch. Damit Bug-Entfernung starten. Bevor das Spiel fertig wird. Junge, Junge. Junge, Junge. Jo, okay. Aber ich sehe schon wieder, und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch richtig Bock weiter zu zocken, aber mache ich das noch? Mache ich das noch? Na komm. Eine Folge werde ich noch aufnehmen und danach ist aber schlicht für heute in der Aufnahmesession. Ja, wenn es euch wieder gefallen hat, dann schaltet morgen wieder ein. Morgen gibt es definitiv noch eine Folge. Wie gesagt, eine werde ich noch aufnehmen und dann mache ich erstmal ein Päuschen und leg mich erstmal ins Bett, denn es ist jetzt mittlerweile fast 11 Uhr und ich bin immer noch wach. Und dementsprechend, wenn es euch gefallen hat und ihr mir mit meinem Durchhaltevermögen dann mich mal ein bisschen unterstützen wollt, dann schreibt es mir in den Kommentaren und lasst mir auch mal einen Daumen hoch da, dass ich so lange durchgehalten habe. Und ich sag mal bis morgen, macht's gut und tschüss.